Hallo, wieder zu Binkatian 2.0 und wir spielen Pokal gegen Arminia Bielefeld. So, Teammanagement. Lappa kommt raus, für ihn wird Merkel spielen und für, ja, Stiepermann hat mich nicht überzeugt, für den wird Vitra auf die Bank gesetzt. Ja, und Weinand wird durch Gündüz ersetzt. Das sind die Wechsel für heute. Das machen wir heute mal nicht. Merkel bekommt den Ball zuerst und auf Gündüz zurückgespielt. Erstmal hier langsam das Spiel hier aufbauen. Gündüz auf Lucilla, auf Wurz, auf Hochland, auf Stöger Unterkant schießen und Hiesel hält hier den Schuss. Ganz locker, Ulm im Gegenangriff, aber er wird gestoppt und Guimera kann hier doch nicht wegschlagen den Ball. Nürte, Klos, macht ihr das 1-0, da war ja sowas von klar, dass Klos hier eiskalt verwandeln wird. Fängt das wirklich schon so an wieder wie bei Binkatian 1-0, wo wir nichts hier reißen. Fabian auf, Stöger auf, Merkel, Guimera auf Müs. Ein Gegenangriff und schon Gegentor. Und hier noch ein Gegenangriff. Und wird das ein Gegentor? Nein, niemand hält den mal. Gündüz auf. Och Mann, wenn der wirklich wieder so anfängt, dann werde ich mir überlegen, ob ich nicht... Das reicht mir. Ich werde nochmal bei den Einstellungen was ändern. Oh Mann. Nee, machen wir mal auf 47. Vielleicht reicht das ja. Auch wenn es erstmal nur psychologischen Effekt haben sollte. Aber sofort 2-0 gegen Bielefeld muss ja nicht sein. Mann. Also 2-0. Und Riemann sollte sich Sorgen um seinen Job machen. Stöger. Wurz. Hochland. Dick. Hochland, Stöger. Hochland. Wurz kann hier nicht abschließen. Ulm. Guimera, Gündüz. Merkel. Oluta. Mitte. Wird von Guimera hier direkt gestoppt. Guimera, Gündüz auf Merkel. Oluta, hier passt ihr doch besser auf. Perte, habe ich das jetzt zu einfach eingestellt? Nur weil ich da einen Punkt geändert habe und Perte mit der gelben Karte.
Ist das schon Geschiete, was ich gemacht habe? Vielleicht, aber naja. Ich dachte, ich hätte die Balance jetzt gefunden. Zwischen zu einfach und zu schwer. Und Lucilla hier mit einem sehr schlechten Schuss. Bastian Hochland, Lucilla, Merkel, auf, Stöger, Lucilla, Merkel und Merkel schießt! Weil Perte mit dem 2:1. Und ich glaube, dieses kleine bisschen Verstellen war wieder, hat alle viel zu einfach gemacht hier. Na, gucken wir mal weiter, da weiter so einfach ist. Bastians, Chimera. Jetzt kommt die hier gar nicht mal an den Ball von hier. Lucilla und Hesel hält hier. Ulm. Dick mit dem Gegenangriff. Klos. Görlitz. Gut Abwehr, aber da liegt ein Spieler im Bochumer Strafraum. Fabian scheint sich hier etwas wehgetan zu haben. Scheinbar am Arm. Gucken wir mal, ob er die Halbzeit hier durchspielen kann. Nöte, wir mit dem Gegenangriff. Ulm. Langer Pass hier auf Görlitz. Und die Bochumer sind hier und passen diesmal auf. Chimera auf Lucilla, auf Wurz. Aber zu einfach will ich es ja hier nicht haben. Ulm auf Luther. Also 45 war definitiv zu einfach. Stöger. Lucilla auf Hochland, auf Stöger, auf Pertl, auf Wurz, Merkel auf Hochland und Pertl hier mit der Flankenchance und es gibt keine Flanke, aber der Flachpass, der wurde gar nichts. Stöger passt hier gut auf. Hier kommt gar nichts mehr von den Bielefeldern. Klos hier mit dem Angriff. Und sehr schlechte Flanke. Wie man hier gut und Freistoß Bochum, das sah eher aus als Merkel darum geschubst hätte, aber wir beschweren uns nicht über den Freistoß. Wurz mit dem Hackentrick, aber der nichts einbrachte.
Fabian auf Bastians. Fabian auf Lucilla, auf Wurz, auf Gündüz. Gündüz im Strafraum auf Merkel unterschießt und Hissel ohne Probleme. Ulm im Gegenangriff, Pertl stoppt ihn da, aber nicht entscheidend und am Ende Fabian. Ulm. Pertl hier mit dem Foul. Aber keine rote Karte. Und hier das 3:1 durch ein schönes Freistoßtor. Da kann man wirklich nichts machen gegen. Torschütze Dick. Der war perfekt. Einfach. Merkel auf Vogtland auf Stöger. Lucilla auf Gündüz. Auf Wurz. Und da wird hier gestoppt. Und Klos hier alleine und Bastian kann hier stoppen. Görlitz schießt hier in die Abwehr rein. Hochland auf, Wurz auf, Merkel. Der Ball bleibt liegen und das war die Halbzeit. Ach ja, ich wollte ja Fabian aufwechseln, aber der hat nichts. Da ist alles in Ordnung. Aber die Chance für den Pokal ist, für den Pokalsieg sind hier minimal. Görlitz, die Bielefelder haben hier gewechselt. Oh, 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 da war wieder Gefahr. Merkel auf Gündüz, auf Wurz. Und da wird hier gestoppt, aber ohne Foul. Und das ist 1:4. Ach, ist das ärgerlich. Ulm war es, der Torschütze wieder. Stöger hier mit einem P-Pass. Ulm wieder am Ball. Und Hochland fault hier. Vielleicht bin ich auch ein bisschen müde. Keine Ahnung. Oder ich bin einfach viel zu schlecht für FIFA. Oder ich müsste einfach mal nur spielen, ohne zu kommentieren. Vielleicht wäre es auch dann besser. Und das 1:5. Und das macht wirklich keinen Spaß mehr hier. Oh Mann, wenn ich Single selber spiele und für mich nur zur Übung, dann sah es so viel besser aus als das hier jetzt gerade. Merkel und ja, da 5:2. Das 2:5. Eigentlich schönes Tor.
Und da hält Riemann mal was. Ecke. Fabian auf den falschen Spieler hier. Bastians köpft hier aber schön raus. Merkel auf Wurz. Vielleicht sollte ich auch mal über die Abwehr nachdenken. Da gab es einen Transfer von einem Mann, den ich nicht wirklich kenne. Und da war wirklich wieder nichts der Angriff. Dick wieder mal allein vor dem Bochumer Tor. Aber diesmal konnte er doch gestoppt werden. Wurzball verliert den Ball hier wieder. Und hochgelangt nicht ganz sauber, so dass es eine gelbe Karte gibt. Und weil Hochland sowieso schon auf dem Zahnfleisch geht, wechselt er mit Eisfeld. Und Bielefeld hat auch gewechselt. Und Eisfeld gerade auf dem Platz. Kassiert da die gelbe Karte auch noch. Die Haltung von Riemann, aber der Ball geht direkt wieder weiter zurück. Gündüz. Was war das denn? Ecke. Was war das denn für eine Aktion? Gemera und Riemann retten hier gemeinsam zum vorm Tor. Ecke. Riemann fliegt hier wieder. Görlitz, Merkel, stopp. Gündüz und die Bochumer alle ziemlich kaputt. Stöger wird ausgewechselt für Leitsch. Der wird mal den linke Mittelfeld wechseln. Statt in der Abwehr. Gemera hier mit dem Foul und da wird nichts mehr mit dem Pokal, Überraschung. Eisfeld, Merkel, Fabian, Görlitz, Merkel auf Wurz, auf Gündüz,
Gündüz läuft auch schon auf dem Zahnfleisch, aber wenigstens Einbruch für Bochum. Gündüz wollte hier schießen, aber da war ein Bein dazwischen. Fabian auf Wurz. Und da schießt noch das 3:5. Naja, bisschen Ergebniskosmetik, bisschen Show für die Fans hier. Die Abwehrleistung heute wirklich indiskutabel. Der Angriff läuft relativ, aber die Abwehrleistung grottig. Und ich denke drüber nach, den Liemann einmal rauszunehmen aus dem Kasten. Lucila muss raus und Vitra kommt für ihn rein. Lucila auch mit der gelben Karte. Aber er ging auch schon auf dem Zahnfleisch. Wie die meisten Spieler, die schon gegen Nürnberg ran waren. Perte, Eisfeld, Leitsch, Merkel auf Leitsch. Leitsch noch ganz fit, ah, schade. Oh! Schade, da Wurz da nicht mehr dran gekommen wäre. Da wäre Tor gewesen. Und doch noch die allerletzte Chance. Und da gibt es ein paar ermahnende Worte für Vitra. Fabian auf Merkel auf Wurz. Vitra auf Eisfeld. Und er schießt drüber. Bastians Merkel. Wurz. Junkhans. Görlitz. Und da ist das 3:6. Indiskutabel diese Abwehr von Bochum. Und Riemann wird definitiv nächstes Spiel nicht im Kasten stehen. Und auch die Abwehr muss sich da Gedanken machen. Die Fans sind hier sauer und das wäre ja noch die Krönung geworden hier. Und damit ist die Niederlage perfekt.
3:6 Bewertungen. Jan Gmera, obwohl die Abwehr war ja... Eisfeld und Wytra sehr schlecht. Leitsch auch nicht wirklich gut. Na, da war es im Pokal und Pressekonferenz. ...140.000 nur Geld gemacht da. So, Training. Das nehmen wir noch mit. Kombala trainiert. Elfmeter parieren. Oh Mann, das ist peinlich. Weiland trainiert. Ups. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. Dribbling-Parcours. Zwölf Spieler sind da. Und Hochland ist der, der trainiert. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Steilpässe. Also ich weiß wirklich nicht, was da war jetzt. Aber ich fühle mich auch ein bisschen müde. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen und unser Junge Masao Murakami 4, 6, 8, 10 macht Tempo-Dribbling. Tempo-Dribbling war das, was geht. Ja, glaube ich. Wenn nicht, sollte mir das man endlich merken, welcher Parcours unspielbar ist. 10, F, also. Merke trainiert 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oh. 18 Möglichkeiten. 16, 14, 12, 10. Zweite Offensive. Training beginnt. Oh Mann, irgendwie bin ich gerade traurig. So. Ah. So. Ah, falsche Ecke. Ah, nochmal falsche Ecke. Ah, naja. Egal, C reicht mir. Ah, Tempo-Dribbling ist okay. Hm.
So. Schade. Ja, aber gut gemacht. Nächstes Training. Steilpässe. So. So, exzellent. Das war ja super. So, Tempo-Dribbling war ja das. Was geht? Nein, Tempo-Dribbling ist da. Ah, doch. Nee, also ganz einfach ist das Tempo-Dribbling geht doch nicht. Oh nee, was mache ich denn da für ein Scheiß? Ups. Was? Nicht geklappt? Ja, da weiß ich nicht, warum ich das vergeigt habe. Normal bin ich da besser. Naja, ja. Das ist so eine 50-50-Training. So. Dafür macht Merkel das hier besser. Oh, naja, Eigentor, aber... Na, egal. Bis auf das F war es ja ein ganz... erfreuliches Training. So, und ich bin wieder gegen Bielefeld. Im Pokal jetzt. Nicht mehr im Pokal, sondern in der Liga. Aber nicht diesmal, sondern beim nächsten Mal. Da hoffen wir es, dass wir es besser machen. Bis dahin, tschüss.